Es ist mal wieder soweit, Leute. Es ist schon länger her, dass ich die letzte Minecraft-Aufnahme hier gestartet habe. Aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich hoffe, ich sehe nicht zu müde aus. Meine Freundin meint schon den ganzen Tag zu mir, ich würde müde aussehen. Es ist, gehen wir erstmal schlafen auf diesen Schock. Let's go. Wir sind zurück bei Let's Play Minecraft. Mal wieder ohne Texture Pack, dafür aber mit dem Sildur's Vibrant Shaders Version 1.262 Hi und mit der Original Minecraft Musik. Ich habe heute mal wieder keine Playlist dabei, weil irgendwie finde ich es schön, Minecraft einfach so zu spielen, wie Minecraft ist. Und was ich auch nicht gemacht habe, ist, die ganzen Kisten hier auszuleeren. Denn das hat auch einen Hintergrund. Ich war nicht einfach nur faul, sondern ich habe festgestellt, dass wir zum Teil tatsächlich hier zu wenig Platz im Lager haben, um die Kisten ordnungsgemäß zu befüllen. Und das ist ein Problem. Übrigens heute mal mit Facecam. Habe ich das schon erwähnt, dass die Facecam nicht immer dabei ist, aber das wisst ihr ja selbst. So, wir haben hier noch ein paar Kisten. Ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, uns langsam mal Gedanken zu machen, was wir mit dem Lagerraum machen. Und ich möchte mal ganz kurz was gucken. Wir hatten ja mal diese Idee, ob wir nicht im Nether ein Lager machen. Und ich finde diese Idee eigentlich. Ah, es ist so schön. Es ist so schön. Ich finde die Idee eigentlich nach wie vor sehr charmant, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, und man sieht, es gibt eine Spiegelung im Hintergrund. Das mag ich eigentlich nicht. Warte mal. Kann man ganz einfach fixen, indem man hier aufmacht. Dann sieht man halt da ein paar Klamotten hängen. Aber das ist besser als diese nervige Spiegelung. Finde ich zumindest. Wir haben nichts zu essen dabei. Das ist natürlich großartig. So, weil das Gute ist ja an dieser Geschichte hier, wenn wir hier im Nether irgendwo ein Lager hinbauen würden, dann hätten wir halt von überall relativ leicht Zugriff drauf, ne? Im Nether sind ja die Wege kürzer. Das heißt, wir könnten von überall relativ schnell aufs Lager zugreifen. Die Frage ist dann halt nur, wo wir das Lager hinpacken. Das weiß ich nicht so genau, aber das ist tatsächlich eine Idee, die spukt mir schon länger im Kopf rum. Und vielleicht ist es jetzt langsam an der Zeit, die anzugehen. Ich will jetzt natürlich nicht hier schon wieder ein riesiges Projekt uns aufhalsen, denn ich weiß, wir haben ja noch genug Projekte, aber ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Also jeder, der mal Minecraft gespielt hat, der kennt das wahrscheinlich auch selbst. Ah, oh, 1.17, ja, die Version gab es auch mal, stimmt. Also wie gesagt, jeder, der Minecraft mal gespielt hat, der kennt das ja wahrscheinlich auch selbst, dieses Problem oder dieses Phänomen, dass man halt immer sehr schnell neue Ideen hat. Die umzusetzen dauert aber zum Teil sehr lange. Und alleine deshalb hat man halt immer diese Diskrepanz von wegen, jo, ich könnte das machen, ich könnte dies machen. Ja, aber mach mal, ne? Ist manchmal gar nicht so einfach. So, Kupfer rutscht hier noch nach. Wir schmeißen mal gerade so ein paar Sachen, wo ich weiß, dafür ist auf jeden Fall noch Platz. Ich glaube, roter Sand haben wir ja, finde ich, eine extra Kiste. Warte mal, was klüger wäre, wenn wir hier eine Schulkerkiste nehmen und da mal ein bisschen Zeug reinpacken. Ich weiß, es ist eigentlich recht sinnlos, dass wir die Schulkerkisten hier ausgeleert haben. Und jetzt befüllen wir sie wieder mit anderem Kram. Aber hey, was soll's. So, ich mache das mal hier rüber, damit wir nicht aus Versehen irgendwas weglegen, was wir gar nicht weglegen wollen. So, nehmen wir mal das hier mit. Tuffstein, Tiefenschiefer. Pff, wir brauchen halt, glaube ich, wirklich einfach mehr Platz mittlerweile für diesen ganzen Kram, den wir hier haben. Wir haben halt ultra viel Kram. Wir haben auch jetzt auf der Reise, die wir gemacht hatten, auch wieder so viel Zeug mitgenommen. Ich will mich da gar nicht beschweren oder irgendwie sagen, dass es das unnötig war, weil dafür haben wir die Reise ja gemacht, ne? Um mit Zeug wiederzukommen. War schon Sinn und Zweck unter anderem. Aber man hat halt viel Zeug. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Blitzableiter, ey. So, nehmen wir mal die Kohle mit. Nehmen wir die Kohle mit. Okay, dann machen wir es mal so. Machen wir hier mal vor allen Dingen diesen Kupfergedöns rein, weil da haben wir so viel mitgenommen. Also Kupfer haben wir echt extrem viel mitgenommen. Das kann man nicht anders sagen. Haben wir überhaupt noch Kupfer? Ja, wir haben sogar noch Kupfer. Eieiei. Eieiei. Warte mal, ich mache mal hier wieder Kalzit rein.
Und dann nehmen wir mal das Kupferzeug mit, was wir da so alles haben. Haben wir noch Kupfer? Hier ist noch. Ach, liebe Zeit. Also wir haben wirklich sehr viel Kupfer. Wir haben wirklich sehr viel Kupfer. Und wir haben sogar zu viel Kupfer, als dass wir es hier reinbekämen. Ach du liebe Neune. Okay. Dann räumen wir jetzt erstmal den Kram weg. Erde, Erde, Erde. Grobe Erde ist, glaube ich, eine eigene Kiste. Dann haben wir Cobblestone, Cobblestone. Dann gucken wir mal nach dem Sand. Sand, Sand. Und wo ist aber roter Sand? Roter Sand hat keine eigene Kiste. Bin ich mir sicher? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Roter Sand und weiße Tauben. Ah. Okay. Wir machen den Sand mal hier rein. Was ist das hier so komisch angeordnet? What is that? What is that? Oh, Sandstein. Sandstein gehört hier aber nicht rein, oder? Warte mal, Sandstein ist doch hier drüben. Yep. So, dann einmal roter Sand. Machen wir mal hier unten rein. Flup, 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 flup. Sehr gut. So, dann Gully. Gully, Gully, Gully. Jetzt weiß ich gar nicht, Tiefenschiefer. Wo haben wir sowas hingepackt? Das haben wir doch bestimmt. Korallen, Süßbären. Hier vielleicht. So, diese ganzen Mod-Sachen. Ich meine, die Dinger können wir eigentlich uns auch sparen, weil ich glaube, die Kisten sind mittlerweile komplett leer. Das ging früher ja in Minecraft, dass wenn du jetzt hier zum Beispiel irgendwas aus einer Mod drin hattest, hast die Kiste nicht geöffnet und hast dann irgendwann die Mod wieder installiert, dann waren die Items nicht weg. Ich glaube, mittlerweile geht das gar nicht mehr. So, hier sind ja nur die Nether-Sachen drin. Insofern sind wir hier auf dem Holzweg. Tja, Tiefenschiefer. Haben wir noch gar keinen Tiefenschiefer bis jetzt? Ja, es sieht so aus. Also, ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen, mal ein riesengroßes Lager im Nether zu machen. Aber jetzt für den Moment würde ich mal sagen, hier ist ja eh nichts, ansonsten nichts drin, ne? Und diese Mods werden wir wahrscheinlich eh niemals wieder installieren. Von daher machen wir jetzt mal Tiefenschiefer hier hin. Tiefenschiefer. Und unten kann dann Kalzit rein. Ja, und die anderen Dinger müssen wir da mal schauen, weiß ich jetzt noch nicht. Plöps, plöps und plöps. Achso. So. Tiefenschiefer und Kalzit. Gesteine aus Caves and Cliffs abdate. Okay, so, essenstechnisch. Wir brauchen mal was zu essen. Wir haben nämlich Hunger. Haben wir nicht noch. Ach du liebe Zeit, ich will mir gar nichts. Ist hier noch irgendwas Geiles zu essen in irgendeinem der Öfen? Nein. Uiuiui, haben wir hier vielleicht noch irgendwas zu essen drin? Roheisen können wir nicht essen. Wie scheppt das hier alles einsortiert? Ist ja schrecklich. So, Schulterkiste ist leer. Plups, dann kann die hier auch mit rein. Wo ist sie? Sehe sie nicht. Ah, hier. Okay. Wir haben tatsächlich nichts zu essen da drin. Das ist also nichts, was ich jetzt essen würde, sagen wir es so. Wir könnten jetzt Kekse anfangen zu essen, aber wo kommen wir denn da hin? Wir hätten noch ein paar seltsame Suppen. Komm, wir trinken mal eine seltsame Suppe oder essen mal seltsame Suppe. Gute Suppe auf jeden Fall. Die war ja jetzt echt toll. Die hat mir sehr gut gefallen. Nehmen wir die nächste. Ist euer Ernst? Hab ich denn nur Vergiftungssuppen? Die Schüsseln hier rein. Ich hoffe, die letzte Suppe ist dann nicht auch so eine. Sonst könnte es hier langsam kritisch werden. Okay, es ist auch so eine. Das ist ja toll.
Ich renne jetzt extra mal nicht, damit der Hunger nicht runtergeht. Ja, dann nehmen wir halt hier das Hammelfleisch. Mein Gott, irgendwas müssen wir ja gleich mal essen. So. Eieiei. Okay. Dann. Ja, also wie gesagt, wir packen jetzt mal das Zeug irgendwie weg, so gut es geht. Und dann müssen wir halt langfristig mal schauen, wie wir das anstellen. So, Schatzkarte. Gute Frage. Eisengitter. Mal bestimmt auch irgendwie eine Kiste für, wo das sinnvoll hinkommen könnte. So, dann machen wir erstmal das Eisen. Kommt hier unten rein. Dann Obsidian kommt hier rein. Ja, da haben wir auch schon wieder aufgenommen. Jupp. So, dann haben wir hier Sand. Okay. Ja, ist jetzt nicht das Allerspannendste. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es gehört dazu, weil wir kein automatisches Sortiersystem haben. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ich hätte sowieso Bock, dass wir mal so ein bisschen advancederen Kram machen hier in Minecraft. Nicht nur irgendwie schön bauen, irgendwie hier, ne, so nett unsere Welt vor uns hinbauen, sondern dass wir in Zukunft vielleicht auch mal irgendwelchen automatisierten Kram machen. Beispielsweise irgendwelche Farmen oder sowas in der Art. Seelensand. Seelensand. Irgendwelche Farmen oder sowas. Das wäre doch eigentlich mal was, ne? Das wäre doch mal was. Bruch Tiefenschiefer. Aber warte mal, Tiefenschiefer, das gehört ja hier mit rein, ne? Machen wir es einfach mal so. So. Stein ist was anderes. Kupfer. Wir bräuchten mal echt eine Kiste für Kupfer. Ich mach das mal hier hin, glaube ich, oder? Oder warte mal, warte mal, warte mal. Fischis Mauern. Mauern? Wir haben doch. Wir haben hier was für Zäune. Da machen wir doch Mauern bei Zäune mit rein, oder? Wieso habe ich überhaupt hier Fisch-Dinge? Wieso heißt der Nemo? Keine Ahnung. Machen wir bei Essen mit rein. Meeresgurke weiß ich nicht. Nautilusschale weiß ich nicht. So, Mauern, ganz ehrlich, kommen auch weg. Und dann haben wir hier Platz für Kupfer. Gedöns. Machen wir einfach mal Kupfergedöns. Machen wir hier den Rohrkupfer jetzt erstmal rein. So, die Fische brate ich mal, insofern es möglich ist. So, da haben wir jetzt einen Tropenfisch und einmal Nemo. Das ist sehr schön. Ja, Meeresgurke weiß ich nicht. Das gehört nicht zu essen dazu, ne? Meeresgurke kann man nicht essen. Das geht ja nicht. So, Mauern. Nehmen wir das hier mal um. Zäune, Mauern und dann Zaun, Tore. Und ja, auch wenn ich jetzt diesen Beschluss quasi befasst habe oder gefasst habe, dass wir wahrscheinlich. Ah, hier haben wir Gitter. Dass wir wahrscheinlich das Lager im Nether bauen, was ich mir überlegt hatte. Gebe ich mir jetzt trotzdem noch Mühe, dieses Lager hier in Ordnung zu halten, weil einfach das wahrscheinlich eh noch lange dauern wird, bis das andere Lager dann steht. Weil es hat natürlich auch keine Prio, weil wir wollen ja erstmal die anderen Sachen machen. Die anderen Sachen fertig machen, weil sonst schreibt ihr mir in die Kommentare, Fritte, macht doch erstmal die Sachen fertig. So, hatte ich nicht irgendwo unter Wasser Gedöns oder sowas? Hatte ich nicht eine Kiste mit unter Wasser Gedöns? Natürlich sehr wichtig, dass ich eine Kiste für Grasblöcke habe, wo ein Grasblock drin ist. Hatte ich nicht? Hatte ich nicht. Seetang. Machen wir Seetang und Meer. Wow. Okay. Machen wir Seetang, Oh. Meeresgurken. Und die untere Kiste ist dann einfach mal frei, weil zwei Kisten für das Zeug ist dann doch übertrieben. Rote Beete, bla bla bla. Bambus. Seetang, Meeresgurken. Ach, weißt du was? Seetang,
Meeresgurken und unten ist anderer Meer. Anderer Meerkram. Ja, Merk. Merk steht da einfach nur. Ist okay. Ich denke mal, damit kann ich arbeiten. Bücher, da machen wir das Buch mit rein. Sattel machen wir hier mit rein, weil Sattel, wer hätte es gedacht. Sehr schön. Und dann kommt jetzt das ganze Kupfergedöns. Ach, das habe ich ja hier gar nicht reingemacht. Hatte ich kurz drüber nachgedacht, ob wir es hier reinmachen, aber ich habe es ja hier reingemacht. So. Und dann so. Und dann so. Und dann ist der Schulker auch geleert. In Windeseile, möchte ich sagen. Sehr schön. Okay. Machen wir weiter. Ich nehme jetzt einfach mal den Kram, wie er gerade kommt. Müssen uns dann halt überlegen, wo das reinpasst, das Zeug. So, dann 1 und 2. Tack, 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 tack. Alles muss weg. So. Schulkerkisten haben wir ja, insofern das passt. Okay. Klack, 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 klack. Alles weggeklackt hier. So, das ist schon leer. Sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird. Trotz all der Schulker. Ich glaube, es ist einfach trotzdem zu viel Kram. Zu viel Zeug. Ah, hier ist noch eine hellgraue Schulkerkiste. Sehr gut. Aber jetzt sind die beiden auch voll. Eieiei. So, machen wir es mal hier hin. Tack, 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 tack. Kann es natürlich sein, dass ich das nicht ganz perfekt einsortiere. Vielleicht ist hier irgendwas doppelt und so. Und vielleicht gibt es jetzt in einem anderen Schulker noch einen Stack, den ich hätte füllen können. Ist möglich. Huch. Aber dann ist es so. Dann ist es halt so. So, dann das hier auch. Machen wir mal so. Okay. Noch eine Schulkerkiste. Ah ja, das ist dann gut, okay. Nee, dann schaffen wir es. Wusste gar nicht, dass ich noch eine habe. Dann schaffen wir es.